Es sieht professionell aus, ist es auch. Wie frisch von der Journalistenschule, meine Damen und Herren. Liebe Fans der SG Wattenscheid 09, liebe Landsleute, darf Sie und euch herzlich bitten, die Plätze wieder einzunehmen, die Mobiltelefone auszuschalten, am Sektglas zu nippen, noch ein Häppchen in die Hand. Wir werden lange reden, dafür bürgen die Gäste, die wir jetzt hier begrüßen werden. Für mich die vierte Runde im Rahmen der 09-Bühne, im Rahmen der 09-Chronik, habe ich richtig gesagt, oder? Habe mir auch mittlerweile abgewöhnt, irgendwelche Polemiken gegen das Schwarz-Gelb in meinem Rücken abzusondern. Aber ehrlich gesagt, so ein Wappen der Familie Herhoven, darüber macht sich sehr gut. Vielen Dank dafür, können wir hängen lassen. Nächste Woche um diese Zeit werde ich 30 Grad im Schatten am See Genezareth sitzen und an euch denken. Werde es vielleicht mal versuchen mit dem Laufen. Es gibt ja in der Nachbarstadt mittlerweile die Gerüchte, Peter Neururer sei derjenige, der hier übers Wasser gehen könnte. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Es gab früher einen Mann, auch Konditionstrainer beim VfL Bochum, der musste nur einmal laut rufen und ganze Mannschaften sind, wenn es sein musste, übers Wasser gelaufen. Darf bitte Erich Klammer auf die Bühne bitten und eine weitere Legende, der hat nicht für Wattenscheid 09 gespielt, obwohl er auch alles kann, Alfred Winter, Watz-Legende. Ach, und dazu schöne Musik. Das Mikro müsst ihr Herrschaften euch teilen. Wo wir gerade über Peter Neururer gesprochen haben, beides Golfspieler. Neururer ist ja auch alter Golfkumpan von Erich Klammer. Wer von euch beiden ist besser? Mal gegeneinander gespielt oder zusammen? Sagt man zusammen oder gegeneinander? Nein, klar bin ich besser, logisch. Ich hab, also, was ich über Golf weiß, ist, dass Handicap keine Kategorie im Behindertensport ist. Aber was es genau ist, wüsste ich nicht. Och, das ist, er hat gesagt, bei uns schon. Uli Maslow, auch so eine Wattenscheider-Legende, hat mir mal erzählt, es ist halt so, du spielst Fußball. Und wenn das nicht mehr geht, fängst du an, Tennis zu spielen. Und wenn selbst das nicht mehr geht, dann Golf. Wie war das bei euch? Seid ihr zum Golf gekommen? Ja, es stimmt, die Reihenfolge stimmt schon mal nicht. Die kommen alle vom Tennis. Wenn die mit dem Car auf den Tennisplatz gefahren werden, nicht mehr spielen können, dann fangen die an, Golf zu spielen. Dann kann man nicht mehr mit dem Car fahren. Und Erich Klammer? Der wird getragen. Also, seit Tiger Woods sein Erlebnis gehabt hat mit der Damenwelt, ist wohl dieses Gerücht, spielst du noch Golf oder ist vorbei. Dieses Stigma sind wir los. Nicht da so, da können wir gut inzwischen mit leben. Aber Golf ist folgendermaßen. Golf ist nicht so anstrengend, wie die vielen Golfer glauben, aber auch so nicht so wenig, wie die Nicht-Golfer glauben, sondern ich sage immer auf der Skala von 1 bis 10. 1 ganz ungesund, 10 ganz gesund. Skilanglauf ganz gesund. Tennis relativ ungesund, weil das so eine Sportart ist, wo immer so Schnelligkeit und hin und her ist, so ein Programm. Ist Golf so auf der Skala 4. Ich habe vor circa 5 Jahren einen Herzinfarkt gehabt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht man hinterher? Golf nahezu ideal, weil es eine gleichmäßige Bewegung ist über 3-4 Stunden. Man ist draußen, man hat das Herz-Kreislauf-System wird gestärkt und für mich also ideal. Und man bewegt sich, man dreht sich. Zum Beispiel dreht man sich 100 Mal, also man wird beweglich. Und durch das viele Schlagen kräftigt man sich. Krankengymnastik ist immer dehnen und kräftigen. Und das ist beim Golf so. Das ist also nicht so wenig, wie die vielen Leute glauben, aber auch nicht so viel, wie die Golfer immer sagen. Das nur mal ganz grundsätzlich. Ich kann mir stundenlang Golf im Fernsehen angucken, aber selber zu spielen, da fehlt mir die Geduld. Ist die Variation von so einem alten Anglerwitz. aber um nochmal bei Erich Klammer zu bleiben kurz. Ja. Hat Peter Neururer sich die letzten Wochen denn mal blicken lassen? Den habe ich heute noch gesehen. Man soll es nicht glauben. Die Mannschaft ist wahrscheinlich im Trainingslager. Peters Porsche steht bei uns unter der Brücke. Gelsenkirchen, PN. Peter war ja in Hannover Trainer, Bundesliga. Und wir haben einen sogenannten Schalker Golfkreis, nennt sich das. Wir spielen montags und freitags. Peter war montags, mittwochs während Turniere gespielt und freitags bei uns im Golfspiel und war Bundesliga-Trainer in Hannover. Nicht ganz lange,
Wenn man das hört, weiß man eventuell warum. Auch in der Schalker Runde schon mal gewesen? Ich werde mich hüten. Wenn, dann würde ich in der Wattenscheider spielen. Aber wir sind im gleichen Verein. Und wir spielen an für sich relativ häufig miteinander. Was mich stört dabei, er hat es bei mir gelernt, ich spiele schon 25 Jahre und heute ist er besser als ich. Das kann man nicht gut haben. Aber er ist auch ein bisschen jünger, obwohl man es nicht... Nein, das schenke ich mir. Wir haben uns aber auch ewig nicht gesehen und ich muss sagen, Alfred Winter hat sich überhaupt nicht verändert. Ich glaube, wir haben für Radio Bochum, das damals möglicherweise noch Ruhrwelle hieß, ein Interview gemacht, hier in den Räumlichkeiten. Ich habe so eine Frage gestellt, ob man sagen könne, Alfred Winter ist in Wattenscheid bekannt wie ein bunter Hund. Und die Antwort war, genauso blöd wie die Frage, hätte ich fast gesagt, ich kenne wenig bunte Hunde. Es ist natürlich eine Metapher oder so, aber es ist nach wie vor so, oder? Ja. Wenn Sie durch die Stadt gehen, man erkennt Sie. Ja, und wenn ich daran denke, wie ich nach Wattenscheid gekommen bin, ich war in Gelsenkirchen. Gelsenkirchen war Schalke, ich war dem Sport eh verbunden, da fragt die Chefredaktion, ob ich nicht mal Lust hätte, ein, zwei Jahre nach Wattenscheid zu gehen. Nein sagen konnte man sowieso nicht, habe ich ja gesagt, ja, sagt, da sitzen nur so alte Säcke und Kontaktfreude, bla bla bla. Bin ich nach Wattenscheid gegangen. Aus den zwei Jahren sind 34 geworden und ganz wesentlich dazu beigetragen hat der Sport, hat der Steinmann. Und als ich ihn kennenlernte und als ich Wattenscheid kennenlernte, habe ich festgestellt, dass in Wattenscheid sehr viel mehr los war als in Gelsenkirchen. Hier war der Hermann Ehrhoffmanns vorhin schon so schön gesagt, es ist irgendwie auch eine große Familie, eine große Gemeinschaft. Hier tat sich unendlich viel nach der Bergbaukrise. Ansiedlung von neuer Industrie, Steinmann auch nicht unwesentlich daran beteiligt. Und das ganze Arbeitsleben hat mir einfach Spaß gemacht in Wattenscheid. Ja. Und macht mir heute noch Spaß, wenn ich durch die Stadt gehe und so viele bekannte Leute treffe. Und war Sportfotografie was, wo man sich erstmal dran gewöhnen musste? Oder wie ging das? Ich bin eigentlich dadurch erst zum Beruf gekommen. Ich habe selbst mal versucht, Fußball zu spielen in Emstetten. Wird sich keiner daran erinnern, Gott sei Dank nicht. Aber ich bin bei einem begeisterter Sportler und Fußball begeistert. Und ich habe immer die Leute bewundert, die da unten am Tor standen und fotografierten und überhaupt so nah daran kamen. Das war als eine Antriebsfeder in ganz, ganz jungen Jahren. Und ja, es gibt letztlich ja ganz große Fotografen, die gesagt haben, ich habe so Sportfotografie gemacht, um ins Stadion zu kommen. So weit ging die Liebe nicht, oder? Nee, ich wurde nur beneidet von den Leuten. Der Nachbarjunge sagte immer, ach Herr Winter, Sie haben es gut, Sie kommen umsonst ins Stadion. Aber es hat natürlich den Vorteil, man ist ganz nah dabei, oder? Unvergessliche Erlebnisse? Ich habe zum Beispiel ein unvergessliches Erlebnis, eine Randerscheinung, aber trotzdem ganz interessant. Mikro immer direkt unter die Nase, ne? Das ist Theo Nolden ist ja ein Begriff, ne? Und Theo Nolden war ein begeisterter Nolliner. Und er trat mal einen Spieler von Tennis Borussia, der auslief am Tor, vorher vorgespielt hat, in den Hintern. Er lief hinterher, wollte in den Hintern. Ich sage, Theo, und das Bild ist morgen in der Zeitung. Sagt, dann schleiche ich tot. Also ich habe es überlebt, das Bild war nicht in der Zeitung. Nein, es gab viele Erlebnisse, aber wenn ich ad hoc sagen sollte, dass etwas ganz Besonderes heraussteigt, dann waren es immer die Erfolge. Und die Erfolge, ob die mit der Jugend waren seiner Zeit, die Deutsche Meisterschaft der B-Jugend war zum Beispiel für Wattenscheid ein wirkliches Ereignis. Aber am Sonntagmorgen der Bundesliga-Aufstieg sowieso. Ich wollte gerade sagen, wie war das, da hautnah dabei zu sein, als dann tatsächlich sowas wie Autokorso gab und Tausende an den Straßenrändern? Ja, das begann schon in der Kabine und das war nach dem Spiel war herrlich. War das einzige Kabine und kam nachher klitschnass, nicht nur geschwitzt, sondern auch wirklich nass gemacht daraus. Ja, das vergisst man nicht. Ne? Was mir eigentlich besser früher gefallen hat, war, dass man die Spieler kennengelernt hat. Später war die Fluktuation so stark, die kamen und gingen und die kamen. Man hatte sich kaum damit so ein bisschen angefreundet, waren sie schon wieder weg. Ne? Wenn ich so an die 69er-Mannschaft oder an die 74er-Mannschaft denke, ja, das war eigentlich das Leben, was mir mehr Spaß gemacht hat. Ne? Klaus Steinmann hat ja irgendwann mal gesagt, Bayern München und Presselandschaft ist gar nichts, kommt mal nach Wattenscheid und schaut euch das an. Nun ist Ilse Schmidt ja vor ein paar Tagen auch gestorben. Wie war das Arbeiten hier auch insbesondere mit der Sportredaktion? Mit ihr natürlich. Reden wir über Ilse Schmidt?
Ich habe so ein bisschen nachgeholfen, dass Ilse Schmidt überhaupt nach Wattenscheid kam zu uns. Ilse Schmidt war bei der Rundschau. Die Rundschau wurde von der WAZ übernommen. Da wurde ich gefragt von Hennes Justen, was hältst du davon, kann man die Ilse Schmidt bei uns im Sport einsetzen? Die macht eigentlich Lokales bei der Rundschau und Sport nebenbei. Auch Ilse Schmidt hatte enge Kontakte zum Copinghaus, wo ein Treffpunkt war, wo viel Bier getrunken wurde. Und Ilse Schmidt hatte immer Neues drauf. Und wir waren in Helmstedt. In Helmstedt war das Trainingslager. Detlef wird sich vielleicht erinnern. Vom Übersetzen. Ja, war das Trainingslager von 09 zur Ausstiegsrunde. Ich hatte Ilse Schmidt mitgenommen von der Rundschau im Auto. Sie hatte nur so einen alten klapprigen VW, kam gar nicht so weit. Und da habe ich sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, bei der WAZ Sport zu machen. Und da war sie natürlich begeistert. Die Rundschau hatte ja sehr wenig Leser. Und so ist sie 1975 zur WAZ gekommen. Und wir kannten uns auch schon von Gelsenkirchen. Sport, das war aber nicht anders als beim Lokalen. Nur beim Sport hatte ich es einfach. Aber im Lokalen musste ich mir die Termine sehr häufig suchen. Und so viel fiel in Wattenscheid auch nicht an, dass man 3-4 Seiten, das war es, seine Zeit füllen konnte, während man mal Sporttermine hatte. Ne? Das war einfacher. Aber wenn wir übers Fotografieren reden, wollen wir nicht nur über Sport reden. Es gibt ja seit Jahrzehnten jetzt Fotos von Watz Winter. Daraus ist mindestens ein Buch entstanden. Der aktuelle Benefizkalender ist, glaube ich, auch mit Watz Winter Fotos. Was schlummert da alles noch, was noch publiziert werden will? Von meiner Seite aus wenig. Ich habe einmal ein Buch gemacht und weiß mittlerweile, wie viel Arbeit es ist. Gut, wenn es fertig ist, freut man sich, ist alles wunderschön. Aber mittlerweile bin ich auch so alt, dass ich Profilneurotiker sicherlich nicht mehr bin. Ich freue mich. Aber war? Bisschen, oder? In der Branche? Aber vielleicht in den 20er Jahren, in den 20er, aber danach schon nicht mehr. Es wird dann zur Gewöhnung. Es gibt andere, die mögen anders darüber denken, aber bei mir war es wirklich so. Und wenn ich heute, ich freue mich auch, wenn ich meine Bilder heute sehe, weil mit allen Bildern Erinnerungen verknüpft sind, das ist schön. Aber ich muss nicht unbedingt ein Buch dafür machen und dann antichambrieren, um es zu verkaufen. Muss nicht sein. Wenn man hier guckt, Fotos, die an den Wänden hängen, die in Zeitungen drin sind und so, ich würde ja schätzen, 75% sind Winterfotos, oder? Ja, könnte sein, ich weiß nicht, aber ich habe sehr viele wiedererkannt, ja. Ich sehe es eigentlich auch im ersten Blick, ob die von mir sind. Ich brauche nicht die Unterseite gucken. Und ich sehe gar keine Kamera. Geht das mit so einer Vergangenheit, ohne Kamera aus dem Haus zu gehen? Ich habe 3 Jahre, nachdem ich ausgeschieden bin, wir beiden, komme ich gleich noch kurz drauf zurück. Oder ich fange damit an. Ich hatte den letzten Termin mit Ihnen hier. Da war ich zum letzten Mal in der Watz-Redaktion. Und zwar machen Sie seinerzeit, ich glaube, Sie haben vorhin schon kurz angeschnitten, eine Sonntagssendung und da machen sie einen Text von mir, Musik dazwischen und. Interview fand drüben statt und dann anschließend habe ich den Redaktionsschlüssel abgegeben. Das war so ein bisschen Wehmut. Da habe ich gesagt, das ist mein Abschnitt, jetzt ist es endgültig. Dann bin ich nach Österreich gegangen, wir hatten da eine Ferienwohnung und ganz Abschnitt, da haben wir keine Zeitung nachschicken lassen, kein gar nichts, auch kein Fotoapparat mitgenommen. So, nach 3 Jahren hat meine Frau mich dazu überredet, sagte, ist doch so schön, ja, mach doch mal wieder ein paar Aufnahmen. Und so bin ich langsam angefangen und mache jetzt digital mit einer relativ kleinen Kamera meine Bilder, wie jeder andere sie auch macht. Ja. Alles andere nicht mehr. Nein. Der eine Tag, als Erich Klammer unsere Schulklasse dann mal auf den Platz schickte, um Runden zu drehen, drehte Alfred Winter schon Runden und Erich Klammer sagte, Traumjob. Ja? Nicht meiner, seiner. Ja, ja. Ja, ja, aber ich hatte es nötig. Ich hatte mal 107 Kilo. Und das war ein bisschen zu viel. Und dann wurde das neue Schwimmbad in Hendrup eröffnet. Da sind wir morgen schwimmen gegangen. Das brachte gar nichts. Da konnte ich 10.000 Meter schwimmen. Da nahm man immer noch nicht ab. Und dann bin ich angefangen, die Runden zu drehen. Und dieses Rundendrehen war damals nicht üblich. Ich erinnere mich, ich laufe durch den Südpark und da steht da so ein Opa im Krückstuhl. Sagt er, ja, ja, was man nicht im Kopf heft, das muss man in der Beine haben. Ne?
sehr freiwillig gemacht, aber auch ist er gar nicht gekommen. Ne? Aber das zu dem Thema Laufen und auf dem Sportplatz. Und als ich dann im Gertrudenhof später wohnte, bot es sich an, die Runden im Stadion zu drehen. 10 Kilometer war Usus. Etwas weniger gemacht mit deinen Jungs. Ja, ja, aber ist mir ganz gut gekommen. Ich bewege mich heute auch noch ganz gerne. Klingt gut, ja. Ich hoffe, es gibt dann doch noch irgendwo irgendwie Winterfotos, vielleicht das ein oder andere Projekt, denn ein, ist ja kein Alter. Einen Moment, ist das still, dieses Buch da? Ja, ja. Ja, ja, darf ich das mal zeigen? Nee, da, nee, ja, da das war ausgeschlagen. Ja, das. Eine Sekunde. Ist zu spät. Kenne ich gar nicht, dieses Werk. Das habe ich in diesen Tagen von Frau Steilmann geschenkt bekommen. Ich kannte das auch nicht, aber Detlef Rosellen hatte mich doch aufmerksam gemacht. Aber lesen Sie selbst vor, Sie können es besser, ich muss die Brille aufsetzen. Dann komme ich auf das Bild zurück. Das Buch ist, hat ein Riesenformat und für so einen Text brauche ich mittlerweile auch eine Brille. Das ist ja von der Schrift schon mal gar nicht. So. Im alten Beckmann-Stadion war es. Die 09er dümpelten in der Verbandsliga dahin. Sie spielten gegen den Abstieg. Nicht gerade das, was man sich sucht, um seine Freizeit zu genießen. Hier also war es, als ein Kollege mich auf einen jungen Mann aufmerksam machte, der ziemlich einsam hinter der Bande stand. Das ist der Steilmann. Hat hier eine Kleiderfabrik. Dem Vernehmen nach will er sich im Verein engagieren. Naja, soll er mal. Nötig wär's. Ist ein Alfred-Winter-Zitat. Ja, richtig. So ja. Habe ich Herrn Steilmann kennengelernt. Das Bild da oben, was war von der ersten Aufstiegsfeier. Wie heißt denn das Buch? Das heißt Mode für Millionen, was ja das alte Steilmann-Motto ist. Das ist ein Steilmann-Buch. Ich kannte es auch nicht und ich hatte mich mit Frau Steilmann mal getroffen, dann erzählte sie mir davon und hat sie mir das in diesen Tagen geschenkt. Es ist, glaube ich, Ende der 90er Jahre rausgekommen. Hm? Da kommen viele Leute zur Sprache. Ja, ja, mit diversen Gastbeiträgen. Richtig. Alfred Winter, Legende im Fotojournalismus. Insbesondere in Wattenscheid, wo er bekannt ist, nach wie vor wie ein bunter Hund, was man von Erich Klammer, glaube ich, fast auch sagen kann. Nicht nur, weil es die große Vergangenheit im Profisport gibt, sondern natürlich auch eine Vergangenheit als Lehrer. Das heißt, Leute, die Abitur haben hier, Hellweg zählt ja auch nicht so, oder? Wenn schon, dann Märkische. Und die kennen ihn natürlich auch. Aber um erstmal über die Verbindung zur SG Wattenscheid hier aufzugreifen, wenn man hier so durchgeht, was geht einem durch den Kopf? Kein Bild von mir. Kann nicht sein. Doch, gibt's auch einen Grund. Damals gab es so Stadionmagazine, nicht? Nein, oder? Nein, nein, ist relativ einfach erklärt. Ich war hier Cheftrainer bei den Wattenscheider Leiterläden. Natürlich dann über Firma Steilmann, Schule und Cheftrainer. Und dann wurde Schied hier Trainer, kam von Schwarz-Weiß Essen. Und der hatte mich kurzfristig gebeten, in Essen das Konditionstraining zu übernehmen, neben meiner Schule. Und dann ging ich nach Wattenscheid. Und da ich sowieso hier war, war ich immer sporadisch mehr oder weniger mit der Mannschaft zusammen, habe mit dem Konditionstraining gemacht. Zu der Zeit Detlef Rosellen, Bernd Gräve, Jan Drossek, Manni Behren, Jupp Goetker, der auch hier irgendwo rumläuft. Und das war diese Zeit. So habe ich zunächst mal mit Hubert Schied zusammengearbeitet. Dann kam Kalli Feldkamp nochmal, wenn Sie sich eventuell erinnern können. Kurze Zeit, der hat dann die Mannschaft nach an die Mosel bestellt, weil er keinen Bock hatte, von da hier hinzukommen. Musste die Mannschaft dahin gehen zum Training. Und dann habe ich noch eine kurze Zeit mit Jupp Goetker Training bei der 09 gemacht. Aber immer, sagen wir mal, zusätzlich. Nebenbei will ich nicht sagen, aber immer zusätzlich. Und darum tauche ich eigentlich so auf irgendwelchen Mannschaftsfotos oder hier in Wattenscheid nicht auf, aber war sehr verbunden, kenne auch jeden Spieler. Erinnere mich an einen wunderschönen ersten Besuch im Leidestadion. Ich stamme aus Osnabrück, habe in Köln Diplom gemacht, Diplom-Sportlehrer, und bin dann hier nach Wattenscheid gekommen und bin natürlich zum Fußball, weil ich mich da interessiert hatte für den Fußball, und gehe ins Stadion und alle schreien und auch immer schreien, ey Blauer, hör auf am Fuhlen, hau die Kirsche lieber im Tor rein. Ich denke, Blauer, was ist das denn? Ebert Hammes, rote Haare, Blauer. Habe ich natürlich nicht gewusst, logisch. Ne? Und so ging das immer weiter. Ey Oma, weck mich für nach Schule und so weiter. Also das ist also meine ersten Erlebnisse hier in Wattenscheid, da kam ich gar nicht so richtig mit. Aber zwischen diesen beiden Engagements liegen ja Jahrzehnte, oder?
Ja, sicherlich. Ja, Jahrzehnte ist übertrieben, aber eine lange Zeit. Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Wie war es Unterschied? Ich meine, das war eine total andere Zeit. Ja, Robert Schied, muss ich sagen, das war ein sehr akribischer Mensch, der wirklich sich echte Gedanken gemacht hat und der auch sehr solvent gearbeitet hat. Wenn Robert Schied als Trainer hat oder nachher als Manager bei Bochum, dann in Leverkusen, das war also ein sehr, sehr guter, habe ich sehr viel gelernt. Das waren meine ersten Kenntnisse über Fußball. Ich habe immer selbst sehr gerne gespielt, habe teilweise bei alten Herren mitgemacht, nur ganz nebenbei. Torschützenkönig ich natürlich, klar, beim Turnier, ne, logisch. Der Boss mal bei Anstoß haut den auf die rechte Seite. Ich denke, du bist so schnell, warum kriegst du den Ball nicht? Ne? So war das dann mit den alten Herren. Ich habe sehr gerne gemacht, habe immer die Verbindung zum Fußball gehabt. Die zweite Amtszeit oder Ära endete dann damit, dass man gar nicht mehr genau wusste, wer hat eigentlich das Sagen, Aufpasser auf der Tribüne und so, und dann kam Kalli Feldkamp, pipapo, war das nicht so lustig wahrscheinlich? Nee, überhaupt nicht. Also der Kalli Feldkamp hatte keine Lust, ganz einfach. Der hatte keinen Bock. Der Konditionstraining war dann so 10-mal quer über Platz laufen und dann Spielchen. So war das. Und das habe ich auch relativ kurz mitgemacht, weil die dann auch näher in die Mosel fuhren, konnte ich ja nicht, weil ich auch hier zur Schule musste. Und also das war, ich weiß auch gar nicht, es gab so Gerüchte, warum er das machte. Angeblich sollte dem Boss irgendwie eine Summe zurückzahlen, das klappt aber nicht, dafür muss der Trainer sein. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber Gerüchte, wie sagt man so schön, ist immer ein bisschen dran. Ne? Also, könnte sein, ich weiß es nicht. Erich Klammer, Konditionstrainer eigentlich überall hier in der Region, natürlich vor allem beim VfL Bochum, darauf werden wir zu sprechen kommen. Schalke natürlich, Bayer Oerding war eine lange Zeit dann auch mit Schafstall, nie beim BVB. Warum? Allergie? Nein, ich habe mir den besseren Verein ausgesucht, Cosmos New York. Also das war dann die bessere Adresse als der BVB. Wer war damals da? Hennes Weisweiler als Trainer, der hat mich also da geholt. Dann war Carlos Alberto, der Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft, mit dem habe ich Techniktraining gemacht, man soll es nicht glauben. Also Hennes Weisweiler war der Erste, der es kapiert hatte, das in verschiedenen Gruppen trainiert wurde. Ich habe beim VfL Bochum den Helmut Johansen erlebt, der ist ja mit Braunschweig deutscher Meister, da machten alle Flanke von links, alle Flanke von rechts, dann alle kurz Doppelpass, alles das Gleiche. Und mit Hennes Weisweiler war da schon so ein bisschen weiter. Also eine Gruppe machten Kopfbälle, die anderen machten Pass mit der Innenseite, die anderen schlugen Ecken und so weiter. Das hat das aufgeteilt. Und so hatte ich auch meine Gruppe. Da war der Franz Beckenbauer teilweise noch da. Der war nicht als Spieler, sondern da habe ich ihn auf jeden Fall kennengelernt. Habe ihn auch immer, also sehr häufig getroffen beim Golfspielen in Bad Griesbach. Das ist ein ganz großes Golfzentrum. Da hat er auch seinen eigenen Platz. Und das war also schon eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Gut, USA war das eine, dann natürlich auch Engagements in der Schweiz. Grasshopper Zürich. Wie kommt das, dass man so einen Namen hat? Man muss nur gut sein, ne? Dann klappt das schon. Ja, aber ich meine, wir alle wissen auch, dass sie die Schlechten auch, also, ja, gerne. Der Erich stellt sein Licht gerne unter dem Schiffer. Ich habe mal nachgeguckt in deiner Legende, der war bei den deutschen Meisterschaften, Zehnkämpfer. Ich habe ihn im Sportstudio kennengelernt, da kann wir es sogar nicht. Aktuelles Sportstudio. Er war damals eine Größe. Er war absolut der Fachmann in der Leichtathletik und das hat er natürlich auch im Fußball übertragen, weil man ihn geholt hat. Man hat erkannt, dass das viel wichtiger war als das, was er gerade schildert. Was die Trainer konnten, war kein Konditionstraining, war gar nichts. Und die meisten Verletzungen kommen halt dadurch, weil sie nicht vernünftig trainiert sind. Weißt du besser. Vom Zehnkämpfer zum Golfer und dann einen von Tiger Woods erzählen, ist auch ein Abschied. Nein, ich bin also von Haus aus Leichtathlet und Handballer. Und, aber ich habe immer gerne Fußball gespielt. D-Nationalspieler, Handballer. Alfred, sag mal, ich bin jetzt dran hier. Also ich habe beim TV 01 nur Handball gespielt, aber nur immer die Spiele mitgemacht. Also hat mir auch Spiele haben mir generell Spaß gemacht. Eigentlich bin ich, wie gesagt, Leichtathlet, habe früher Zehnkampf gemacht, war auch ganz ordentlich dabei. Und bin dann über die Leichtathletik natürlich klar, Sprint, schneller laufen, Fußball ist gefragt. Man muss natürlich auch wissen, wie man mit den Jungs umgeht. Und die sind schon, du blinder Leichtathlet wird. Ich trainiere heute am Dienstag, Lothar Böll, kennen einige. Ich mache, was du mir sagst, Dienstag war unser Haupttrainingstag. Ich mache, was du sagst. Aber wenn wir am Sonntag nicht gewinnen, dann gucken wir am Sonntag eine Bildzeitung. Ne? Also so da musste man leben, du Leichtathlet. Ne? Das war so ein geflügeltes Wort. Ne? Also Fußball und Leichtathletik vertragen sich nicht. Es ist ja auch so, dass die Leichtathleten sagen, die Fußballer trainieren ja auch gar nicht richtig. Die da machen, ist gar nichts.
Die Leichtathleten sagen, so ein Fußballer, boah, das ist ja nichts. Und die Fußballer sagen, die Leichtathleten, einmal im Jahr haben sie so einen Wettkampf. Aber es ist beide schwer. Jeden Sonntag gut zu sein und einmal im Jahr, wenn deutsche Meisterschaften oder Olympische Spiele sind. Oder alle vier Jahre. Das ist genauso schwer. Wenn ich jeden Tag einen Wettkampf, also jeden Sonntag einen Wettkampf habe, dann kann ich nicht hart trainieren. Das geht nicht. Dann bin ich kaputt. Dann muss ich schon dosiert trainieren. Die Fußballer machen das schon richtig. Die Leichtathleten machen das auch richtig, wenn die einmal im Jahr einen wichtigen oder zweimal im Jahr einen wichtigen Wettkampf haben. Ne? Also alles hat seine Berechtigung. Wer war denn in der ganzen Zeit beim Fußball das faulste Schwein? Ich könnte den Namen nennen, mache ich aber nicht. Ja, das und ist zwar, eine Situation, haben wir nein, gehabt. Nein, das ist, aber muss generell sagen, als ich angefangen habe, ich war 1970 Leichtathlet und bin 80 dann zum Vorfeld hoch und Heinz Höhr hatte mich seinerzeit geholt. Heinz Höhr ist ein heißer Kandidat dafür. Aber es ist so, zu der Zeit, als ich in den Fußball beruflich mit eingestiegen bin, war es so, da guckten die Spieler noch, wenn der Trainer geguckt hat, haben sie was gemacht, hat der Trainer nicht, haben sie nichts gemacht. So, das ist, nein, das tun sie heute nicht mehr. Heute wissen sie, wenn, das ist eine Regel, inzwischen, sagen wir mal so, Zu meiner Zeit, wie alt bin ich? Immer noch zu einer gewissen, vor gar nicht langer Zeit, sagen wir mal so. Vor gar nicht langer Zeit war Fußball eine gut bezahlte Nebenbeschäftigung. Und heute ist es ein Beruf. Und das ist auch bei den Spielern und bei der Intensität des Trainings und überhaupt das Ganze drumherum, ist das auch zu merken. Das ist ganz klar, das hat sich gewandelt. War es richtig Pionierarbeit damals, also vor Jahrzehnten? Pionierarbeit will ich nicht sagen, ich habe einiges mit eingeführt, zum Beispiel das Trinken während des Trainings. Das war ja beim Kali-Feldkampf, der Detlef Rosellen wird das bestätigen. Wer getrunken hat, wurde nicht aufgestellt. Also man musste trocken sein. Das war nicht. Und wir Leichtathleten haben als erstes erkannt, dass das völlig falsch ist. Und dann wurde sogar das sogenannte Elektrolytgetränk, also das ist ein bisschen mehr als ist sowas Ähnliches wie eine Apfelschorle, stand sogar beim Training auf Platz, war ganz gewöhnlich. Und was wirklich auch war, diese permanente Vorbereitung und Verhinderung von Verletzungen. Das war schon ein bisschen pionierhaft, würde ich mal sagen. Warum weiß Felix Magath das bis heute nicht mit dem Trinken? Er macht das ja zu eigenen Erbau. Ja, nein. Der Felix Magath schon, sagen wir mal, der hat zumindest erkannt, dass, wenn man besser werden will, arbeiten muss. Bloß, er muss mehr Unterschiede machen. Ne? Also man kann nicht jeden gleich behandeln, alle durch die Mühle, das geht nicht. Felix Magath und sein Stil, ist das, wenn man selber so ein harter Hund war, eine Geschichte, wo man trotzdem sagt, Junge, du übertreibst? Weiß ich nicht. So ein harter Hund war der gar nicht. Ich habe mit Felix Magath zusammengearbeitet bei Bayer Oerdingen. Das war sein erster Job im Profifußball. Da wurde er Manager. Manager bei Bayer Oerdingen. Da war Horst Wohlers, erst war Schafstadt-Trainer, dann wurde er rausgekommen, Horst Wohlers Trainer, ehemaliger Spieler und Rainer Bonhoff und Friedhelm Funke. So, da war Felix Magath Manager. Am zweiten Tag in seiner Tätigkeit, es war sehr heiß, bin ich zu ihm ins Büro, um sich etwas näher zu unterhalten, so ein Mist hier oben im Büro. Also schon am zweiten Tag hatte der keinen Bock, Manager zu sein. Ja, er wollte reinkommen ins Geschäft und dergleichen. Also es ist eigentlich ein Beruf noch. Und die Grundtendenz ist schon richtig. Bloß er macht das einfach, übertreibt es. Aber die Grundtendenz, das hat mich eigentlich überzeugt. Der Grundgedanke, der hat seine Linie, den er hat. Bloß er muss, die Leute sind ihm früher, rennen mit dem Kopf vor der Wand, da sind die mit dem Kopf vor der Wand gerannt. Das ist vorbei. Bisschen fachliche Frage noch, weil wir haben ja auch Leichtathleten hier sitzen. Nun holen sich manche Vereine Leichtathleten, rufen Pfeiler auf Schalke und so. Andere machen andere Sachen, machen was mit irgendwelchen Reha-Zentren. Andere Trainer sagen, die Jungs sollen spielen, denn darum geht's. Wie kann es sein, dass nach all der Pionierarbeit, unter anderem von Erich Klammer, es immer noch so unterschiedliche Ansichten geben kann? Es führen viele Wege nach Rom. Es ist nicht der Weg des Erich Klammer der einzig wahre. Es gibt also einige Wege, die zum Ziel führen. Ganz wichtig ist, dass man, dass die Athletik, das, also sagen wir mal andersrum, die Arbeit und die Entspannung, das muss stimmen, das Verhältnis. Die Erholung ist genauso wichtig wie die Arbeit, wie das Training. Und wenn dieses Verhältnis nicht stimmt, natürlich muss beim Fußball mal, ich habe es mal erlebt beim Hubert Schied, freitags Training und zwar im Loheidestein unten auf dem Aschenplatz, auf einmal machte der 10x50 Meter Sprints und am Sonntag war Spiel. Sag ich,
Sprint, da haben die Muskeln länger was von und so. Das muss mal sein, die haben nicht richtig mitgezogen. Es muss also mal so eine sogenannte erzieherische Maßnahme, muss mal sein. Aber dieses Verhältnis zwischen Arbeit und Erholung, dass dieses Verhältnis ganz was Wichtiges. Und draufhauen, das kann jeder. Also hart trainieren, das kann jeder. Aber richtig, das können nicht so viele. Mit welchem Trainer war am schönsten? Am meisten habe ich gelernt von Christian Groß, der bei Stuttgart in der Schweiz und in den USA mal war und bei Tottenham Hotspur, da übrigens war der Klinsmann da Trainer und ist dann nach einem halben Jahr rausgeflogen, weil er ihn nicht aufgestellt hat, auswärts. Ne, und also das habe ich am meisten gelernt. Und dann natürlich intensiv mit Rolf Schlafstein. Auch in das Bild vom Rolf Schlafstein in Öffentlichkeit ist teilweise nicht richtig wiedergegeben worden. Er hat sich zumindest sehr unglücklich verhalten, sagen wir es mal so im Nachhinein. In Dresden? Nee, das war in Eisenhüttenstadt. Hier ist alles grau, hier haue ich ab, hier bin ich nicht mehr. Echt, ich dachte, das war egal. Nee, ja, Eisenhüttenstadt. Ja. Ja, gut, da kann man auch schon da mal ist es wirklich werden. Grau. Ja, ja, darf man aber nicht sagen. Schon ein eigener Typ auch. Ja, auf jeden Fall. Und man sagte mir, wer Alkoholiker gewesen war, er nicht. Das war auf gar keinen Fall, weil ich habe ihn dann, als er den Führerschein nicht hatte, habe ich ihn gefahren und musste ihn auch fahren. Das ist ja auch ganz selbstverständlich. Hat ja auch im Knast gesessen. Und ich weiß nicht, ob das die Leute wissen. 3 Monate eingesessen, 3 Monate Freigang. Da hat er mal Werner Altöger gearbeitet. Wird ganz scharf kontrolliert. Der ist einfach 2-3 Mal erwischt worden mit Alkohol. Dann bist du Alkoholiker. War er auf gar keinen Fall. Aber ja, sehr viel VfL Bochum, der ideale Trainer, der ist ja als VfL Bochum Trainer des Jahres geworden. Das darf man nie vergessen, weil alle sagten so, dieses Jahr reicht den Verkauf, Patzke verkauft, Jakobs verkauft, Dieter Bass verkauft und verkauft. Die steigen ab. Und da sind wir, glaube ich, 8. geworden oder, war nicht einstellig, war mit Johansen. Ist ja egal, auf jeden Fall ist er Trainer des Jahres geworden, also darf man nicht vergessen. Wie viele Schüler, die man so auf der Straße trifft, grüßen heute nicht, sondern gucken weg, weil sie sich ja, an den Sportunterricht erinnern? Ja, sagen wir mal andersrum, sie trauen sich nicht so ganz, weil ich immer relativ streng, will ich gar nicht sagen, aber sehr konsequent war. Und das kommt eigentlich auch an. Konsequent, gerecht sein, das kommt bei Schülern an. Auch wenn das manche sicherlich nicht wollen und nur Freunde haben, kann man nicht. Und es gibt einen Spruch von mir, es gibt Leute, wenn die mich mögen würden, dann würde ich was falsch machen. Ne? Also so ist das mit Schülern selbstverständlich auch. Aber ganz generell hat mir das sehr, sehr viel in der Schule sehr, sehr viel Freude gemacht, muss ich sagen. Es ging dann ja auch immer das Gerücht Erich Klammer. Ja? Wenn der Verein verloren hat am Wochenende, dann müssen die Schüler bluten, gibt es Konditionstraining und so. Ja. Ich als Schüler selber habe den Eindruck, irgendwie so im Nachhinein, der VfL hat jedes Wochenende verloren. Naja, das liegt vielleicht so ein bisschen an der Unsportlichkeit, aber ansonsten ist das also wirklich nicht so gewesen. Ne? Also ist das, aber hast du jetzt nicht gehört, Miguel? Ne? Hast du jetzt nicht gehört? Was war denn... auch blöd, was war am schönsten? War es auch schön, diesen Ausgleich zu haben, beziehungsweise auch dann sozusagen nach Hause an die Schule zurückkehren zu können immer wieder? Also ich habe hier eigentlich immer die Schule gehabt. Ich bin beurlaubt worden, ich war Olympiatrainer in Montreal, der deutsche Sprinter, das war ich 2-mal Olympiatrainer in München und in Montreal und bin dann beurlaubt worden. Das war immer wieder gut. Ich hatte 20-mal die Gelegenheit, hauptamtlich Trainer zu sein, als Leiterlegtrainer, als Co-Trainer oder sonst auch irgendwas, als Physiotherapeut oder als Athletiktrainer, unter anderem auch in New York, ein super Angebot. Aber Gott sei Dank, im Nachhinein muss ich sagen, bin ich froh, dass ich mir die Schule erhalten habe. War natürlich dadurch auch teilweise so begrenzt, dass ich dann da mal hin und beurlaubt worden war. Aber ich bin froh, dass ich die Schule erhalten habe, weil ich jetzt eine schöne Rente kriege. 2 Wattenscheider Legenden. Schönen Dank, Alfred Winter und Erich Klammer. Gern geschehen. Und haben wir ein Mikrofon irgendwo angesteckt? Nein, es war ja so. Und werden die beiden langsam die Bühne verlassen und wieder so eine Einlaufmusik kommt. Denn ich wollte kurz für 5 Minuten noch den best angezogenen Mann des Abends auf die Bühne bitten. Der ist schon weg. Ah, okay. Gut, ja, schade. Ich habe ihm gesagt, aber er hatte ein bisschen Schiss wahrscheinlich. Ne? Das ist schade. Fühlt sich der ein oder andere jetzt wahrscheinlich berufen hier? Nein. Es ist niemand anders wäre gemeint gewesen als Abdul Iodo. Schade drum. Ne? Aber gut, dann geht's gleich hier weiter mit dem Captain. Wir machen wieder Pausenmusik. Dankeschön. Thank you.
Sachen.